Sollte es euer erster Urlaub in Ägypten bzw. in Hurghada sein, so könnten die nachfolgenden Ausführungen für euch interessant sein. Hier seht ihr das Einreiseformular. Ganz oben ist die Flugnummer einzutragen, die findet ihr auf eurem Flugticket. Unterhalb euer Abflughafen, also von dem ihr gestartet seid, dann euer Familienname, anschließend euer Vorname. Jetzt kommt das Geburtsdatum mit Tag, Monat und Jahr. Direkt darunter euer Geburtsort. Danach eure Nationalität, entweder German für Deutsch, Italien, Passportnummer, die findet ihr in eurem Reisepass, ganz oben rechts. Und welche Art, also ich schreibe immer Passport einfach rein, das reicht auch aus. Adresse in Ägypten, da reicht der Hotelname, also je nachdem in welchem Hotel ihr seid. Zu guter Letzt unten der Grund eurer Reise, das erste Kreuz Tourism für Tourismus, also für Urlauber. Im Flughafen angekommen, benötigt ihr dann noch euer Visum. Dafür geht zur Bank of Egypt. Dort kostet das Visum 25 Dollar aktuell noch, was ungefähr 23 Euro entspricht. Geht nicht zu den Reiseveranstaltern, auch wenn die euren Namen rufen, denn dort ist es deutlich teurer. Hier im Hintergrund seht ihr die Schalter. Dort gibt es das Visum. Mit dem Visum und der Einreisekarte geht ihr durch die nächste Kontrolle. Dort bekommt ihr den Eingangsstempel. Danach wird dieser Stempel nochmal kontrolliert und ihr könnt euer Gepäck abholen. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub.